Zu groß? Zu klein? Zu dick? Zu dünn? Ja, was denn jetzt? Was ist denn heute noch im Trend? Modern, schön, erstrebenswert? Sehr geehrte Jury, liebe Damen und Herren, ich habe keinen blassen Schimmer. Gerade vor ein paar Tagen habe ich in einigen Modeprospekten geblättert. Sofort wurde mein Blick auf die abgemagerten, knochengerüstähnlichen Frauen mit der Figur von 13-Jährigen gelenkt. Was früher noch als Traumfigur galt, wird heute mit Photoshop, Diäten, die fast schon ans Essverhalten Magersüchtiger erinnern, und Operationen verwirklicht. Diese Umstände werden jedoch außer Acht gelassen. Und so lassen uns, liebe Damen und Herren, sicherlich die ein oder anderen Bilder fast vor Neid erblassen. Auch ich kenne Szenarien wie diese und dem einen oder anderen wird es ganz gleich gehen. Genau das gab mir zu denken. Hautenge Kleider, freizügige Bikinis, knappe Höschen. Sie kann einfach alles tragen. Eine Hammerfigur, das Gesicht makellos mit vollen Lippen und tiefblauen Augen. Große Brüste, lange Beine. Und erst dieser Hintern. Wahnsinn. Einfach beneidenswert. Die Männer liegen ihr wahrscheinlich zu Füßen. Und das Beste, sie kann essen, was sie auch will. Ohne auch nur ein Gramm zuzunehmen. Ich brauche Schokolade nur anzusehen und kann direkt das Jahresabo fürs Fitnessstudio buchen. Aber, oh mein Gott, seht euch doch erstmal diesen Kerl an. Durchtrainierter Körper, straffe Muskeln, gebräunte Haut. Ein wahrer Adonis. Gut, unter uns gesagt. Mein Mathematikprofessor. Ja, er sieht auch nicht gerade schlecht aus. Das muss man ihm auf jeden Fall lassen. Aber naja, im Vergleich dazu wirkt er halt wirklich nur wie ein Mauerblümchen. Wie dem auch sei. Diese Typen brauchen sich garantiert keine Gedanken, um ihr Äußeres zu machen. Ja, die Models aus der Vogue strahlend können einfach das perfekte Leben genießen. Oder? Trügt der Schein? Ist wirklich immer alles so glänzend und wunderbar, wie es für uns hier scheint? Oder wird für uns alle hier vielmehr eine heile Welt inszeniert? Blättert man eine Seite weiter, ist das exakte Gegenteil zu sehen. Die sogenannten hässlich- oder Misfit-Models. Zahnlücken, Zähne kreuz und quer gestellt, misslungene Tattoos, Narben, Pickel, Piercings, Glatzen, reichlich Speck an den Hüften und vieles Unansehnliches mehr suchen die Scouts und lassen es abdrucken. Je hässlicher, umso besser. Das ist das Motto, unter dem die Models dann das präsentieren, was sie zu zeigen haben. Es kann sich nun jeder selber fragen, würde ich mich das trauen? Stehe ich zu mir voll und ganz so, wie ich bin, oder habe ich doch permanent etwas an mir zu bemängeln und bin so nie wirklich zufrieden mit meinem Körper? Ich gehe einmal davon aus, dass die meisten etwas an sich zu bemängeln haben. Mich nicht ausgeschlossen. Wünschenswert wären eine schmale Taille wie Ariana Grande, volle Lippen wie Britney Spears oder ganz einfach nur ein faltenfreies Gesicht wie das von Heidi Klum. Ja, davon kann man aber nur träumen. Hier ein bisschen zu wenig, woanders etwas zu viel, zu groß oder zu klein. Naja, halt ganz sicher nicht. Wie bei dem Model aus der Zeitschrift. Wie machen die das? Warum sehe ich im Vergleich zu denen so unglaublich hässlich aus? Überall, wo ich hinkomme, sehe ich perfekt geformte Körper. Kein Wunder also, dass wir alle wie die tausendfach retuschierten Schönheiten aus den Hochglanzmagazinen ausschauen wollen. Wir sind öfter vom Anblick perfekter Körper umgeben als je zuvor. Wir sehen mehr nackte Haut auf Plakaten, Zeitschriften, ja sogar im Fernsehen, als in unserem echten Leben. Keiner
kann diesen Bildern entsprechen. Und ganz sicher niemand kann sie erreichen. Warum aber wollen wir trotzdem alle diesen überarbeiteten Fotos nacheifern? Wollen wir das Unmögliche möglich machen? Oder treibt uns der aktuelle Schönheitswahn wirklich noch in den Wahnsinn? Unsere Schönheitsideale suchen wir uns nämlich schon lange nicht mehr selber aus. Nein, sie werden uns vorgeschrieben. Jeder Einzelne soll gleich sein. Jeder soll dem gewünschten Bild entsprechen, das wiederum die Kassen der Großkonzerne klingeln lässt. Gegen den Strom schwimmen? Unvorstellbar. Wir, die wir von Individualismus sprechen, von jeder soll seine Freiheiten ausleben und sich in alle Richtungen entwickeln. Gerade wir halten alle am weltweit gültigen Schönheitsideal fest. Alle sind gleich und jeder, der abweicht, wird als anpassungsunfähig abgestempelt und mit tausenden Vorteilen überhäuft. Ein eigenes Teil, außergewöhnliches Äußeres oder gar Maße, die nicht dem 90-60-90 Modell entsprechen, sind in unserer Welt Todsünden. Sie sollten bestraft werden. Jeder, der nicht in die Schubladen passt, in die wir alle gesteckt werden, wird gnadenlos aussortiert. Warum kann keiner mehr zufrieden sein mit dem, was er hat? Warum fühlen wir uns hässlich oder gar unwohl in unserer eigenen Haut? Das Einzige, was ich nämlich wie auf Dauerschleife wahrnehme, ist, sitzen meine Haare auch gut? Wow, ich beneide dich ja so für deine tollen Augenbrauen und wie sollte es auch anders sein? Natürlich der Klassiker. Ich bin ja so fett. Ja, anscheinend gibt es in unserer Welt, in der Aussehen bei weitem wichtiger ist als Intelligenz, nichts Erstrebenswerteres als schön zu sein. Ist Schönheit heute überhaupt noch ein Geschenk der Natur? Oder vielmehr etwas, das man sich mit Fleiß und Disziplin erarbeiten muss oder sogar mit Geld kaufen kann. In ein paar Jahren werden Schönheitsoperationen so normal sein, wie zum Friseur zu gehen. Ja, und lebte Venus, die Göttin der Schönheit heute, würde sicherlich auch sie etwas an ihr machen lassen. Wir das wirklich? Wollen wir in einer Welt leben, in der man sich Ausstrahlung aufspritzen lässt? In einer Welt, in der alle ausschauen wie fleischgewordene Barbies? Zurück bleibt die Frage, wofür der ganze Schönheitswahn? Ich weiß es nicht, aber fest steht, wir alle tragen die Verantwortung für unseren eigenen Körper. Und so sollte wohl jeder selber am besten wissen, was er mit bzw. aus sich machen möchte. Jetzt heißt es umdenken, mit sich zufrieden sein, gerade so, wie man ist. Und schließlich wurden wir alle hier auf unsere Weise perfekt gemacht. Danke für eure Aufmerksamkeit. Applaus